Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 24. Juni. Heute haben wir dabei Netflix, YouTube, Google Pay, Tesla und Spotify. Beginnen tun wir mit Netflix. Die testen gerade ein neues Feature, wie man am Desktop einen Pop-Out-Video-Player benutzen kann. Also was heißt wie? Also dass man einen Pop-Out-Video-Player benutzen kann, sprich man muss nicht mehr die Webseite offen haben und die eventuell repositionieren, damit man ein Netflix-Video gucken kann. Nein, man kann halt das Video rauspoppen und dann irgendwo auf dem Desktop hin und her verschieben und ganz normal in, was weiß ich, Office weiterarbeiten. Ja, schönes Feature. Ich hoffe, der Test läuft durch und das wird eingeführt. Würde ich bestimmt gerne nutzen. Nächstes Thema, YouTube. Die YouTube-Kommentare, ja, gehören für mich ja auch zu den schlechtesten im Netz. Da ist sehr viel auch Hate Speech und sonst was drin. Und YouTube hatte die ja eh schon an den mobilen Plattformen auf iOS und Android ganz ans Ende der App verschoben. Aber sie wollen die anscheinend noch weiter verstecken, in Anführungsstrichen. Denn jetzt wurde entdeckt, dass auf Android-Devices in Indien, wo YouTube läuft, dort die Kommentarspalte unten verschwunden ist und sie ist jetzt versteckt als Button zwischen den Like- und Dislike-Buttons und Sharing-Buttons und man muss die manuell dann nochmal aufklappen und dann kann man erst die Kommentare lesen. Also es wird nochmal ein Tick schwieriger in die Kommentare zu kommen. Ob das jetzt so gut oder so schlecht ist, weiß ich nicht. Als die unten waren, da liest die auch ehrlich gesagt keiner, außer man hat echt Interesse dran. Naja, auf jeden Fall kleine Veränderung bei YouTube auf den mobilen Geräten. Auch Veränderungen gibt es bei Google Pay und PayPal. Die arbeiten ja seit letztem Jahr zusammen, sprich man kann sein PayPal-Konto mit Google Pay verbinden und kann dann problemlos damit in der echten Welt bezahlen. Und das kann man jetzt auch auf zum Beispiel Webseiten und in Shops online machen. Denn dort ist das jetzt auch integriert. Falls ihr schon mal die Verknüpfung gemacht habt, dann ist das automatisch sogar. Und ist auf jeden Fall convenient, einfach. Allerdings, wenn man schon ein PayPal-Konto hat, hat man natürlich auch PayPal Express. Und wenn der entsprechende Shop bzw. die Webseite das unterstützt, dann kann man natürlich auch damit relativ easy mit mehr oder weniger einem Button-Klick bezahlen, was man natürlich jetzt auch mit Google Pay machen kann. Muss jeder selber wissen, wie die Präferenz da ist. Nächstes Thema, Tesla. In den Teslas kann man ja schon diverse Spiele spielen auf dem riesigen Tablet in der Mitte. Und da kommt jetzt ein neues Spiel hinzu, und zwar Beach Buggy Racing 2. Das ist so eine Art Mario Kart. Und es gibt eine spezielle Version für die Teslas logischerweise. Da kann man nämlich dann Teslas fahren. Also man fährt seinen eigenen Tesla, also genau das Modell und die Farbe, in dem man sitzt. Und fährt entsprechend auch gegen andere Teslas. Und man kann als Charakter im Spiel auch den Spaceman wählen. Und der hat dann Raumanzug an. Und SpaceX gehört ja auch zum Imperium von Elon Musk, dem Gründer von Tesla. Ganz interessant ist, das Spiel kann man mit dem Lenkrad spielen. Und man bewegt das Lenkrad. Das Lenkrad ist natürlich mit den Reifen gekoppelt. Entsprechend bewegen sich die Reifen auch ein bisschen. Da könnte man jetzt noch drüber diskutieren, wie viel Abrieb das bringt. Aber auch da gibt es anscheinend irgendeine Software, die dafür sorgt, dass die Reifen nur sich ein wenig bewegen, während man drin mit dem Lenkrad vielleicht mal voll einschlägt, um die Kurve da in Beach Buggy Racing 2 hinzubekommen. Ich bin gespannt. Ich gucke es mir mal auch demnächst an, wenn ich wieder im Tesla sitze. Und letztes Thema für heute, Spotify. Die möchten Geld wieder haben, und zwar Geld von den Plattenfirmen. Denn es gab ja vor einiger Zeit die Entscheidung, dass sie auch noch mehr an die Plattenfirmen abgeben müssen. Logischerweise, von denen kommt die Musik. Man kann immer noch drüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht, denn bei den Künstlern landet immer relativ wenig Geld und die Plattenfirmen überleben jetzt mittlerweile auch schon von den Streaming-Angeboten, denn es kauft keiner mehr CDs oder Schallplatten. Ja, und was ist jetzt? Spotify hat sich wohl verrechnet, denn Familien- und Studentenabos sind anders abzurechnen. Und das haben die wohl nicht gemacht. Das heißt, sie haben zu viel an die Plattenfirmen bezahlt und das wollen sie jetzt zurückhaben. Da warten sie noch bis Ende 2019 und verrechnen das dann mit dem
neuen Part, der an die Plattenfirmen ausgezahlt wird. Sie haben aber schon die Plattenfirmen mit entsprechenden Abrechnungen informiert, was sie da zurückhaben möchten. Und logischerweise sind die wenig begeistert. Ich glaube, da werden wir auch noch was von hören. Und dann hört ihr das natürlich auch hier im Geek Talk. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ruhiges Wochenende, würde ich mal sagen. Aber ja, warten wir mal ab, was heute an News kommt. Und ich hoffe einfach, ihr kommt gut in den Montag, gut in die Woche. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.